Scheiße, Muni alle. Muni alle! Oh Gott, das geht ja super. Wir werden voll überleben, Leute. Wir werden das Spiel schaffen. Wir werden überleben. Hallo meine lieben Freunde, willkommen bei den deutschen VR-Gamern. Ich bin DNC und wir zocken heute Contagion VR Outbreak. Und ja, ein Jahr ist es her, als ich den Trailer gesehen habe und dann auch sehr traurig war zu sehen, dass es nicht für PlayStation VR rauskommen sollte. Aber nun ist es doch tatsächlich soweit und ja, es ist für PlayStation VR draußen. Allerdings aber nicht für die EU-Stores. Da sind sie aber noch dran am werkeln. Das ist auch passiert. Aber wir wissen jetzt auch nicht, ob es jetzt noch Tage dauern wird oder eine Woche. Das ist die Frage. Wir haben auf jeden Fall auch einen Key zugeschickt bekommen von den Entwicklern. An dieser Stelle natürlich großer Dank und Gruß geht raus. Und ja, ich hatte mich schon ein bisschen mit der Einstellung ein bisschen vertraut gemacht. Aber ich würde sagen, wir machen zusammen erstmal das Tutorial. Und danach gehen wir auch mal die Waffenkammer da besuchen und oder einen Schießstand auch, besser gesagt. Ja, machen wir das erstmal. Erstmal Tutorial und ich würde sagen, wir sehen uns gleich, Freunde. Bis gleich. Welcome to the Contagion VR Tutorial. In this tutorial, we'll introduce you to core gameplay mechanics. Oh yeah! Let's get started by going over how to move in the world. By default, Contagion Outbreak has you navigate the world at large with move buttons. Pressing the move button on the left controller will walk forward, and pressing the move button on the right will walk backwards. On either controller, pressing square will rotate you left, and pressing triangle will rotate you right. Ja. Move to the markers using the movement controls. Okay, mit dem linken also den Move Button nach vorne, den rechten Move-Button nach hinten, rückwärts. Dreieck und Viereck jeweils nach links und rechts schwingen. Ich habe es ja auch schon so eingestellt, dass es eher ohne hier diese Ausblende oder einen 45-Grad-Winkel und so immer. So. Now let's familiarize you with the inventory system. Pick up the wrench in front of you by pressing the grab button. Ja, greifen ist hier X. Normal ist ja eigentlich greifen hier hinten T ist einfacher, aber hier ist X, aber da muss man sich halt dran gewöhnen. Move the wrench to the flashing socket on your chest and press the grab button to holster it to your body. Grab your wrench again. Melee weapons don't require anything special. Just swing and connect. The faster you swing, the more damage you can deal. Go ahead and try attacking the target and see if you can knock it down. Melee weapons eventually will break, so it's a good idea to keep that in mind. Okay, die können also auch kaputt gehen. Habe ich gerade verstanden? Du bist immer ein kleiner Zombie. Okay. Let's go. Mit schönen Schmackes, Freunde. Now let's get you familiar with your backpack. Access your backpack by pressing start on the right controller. Okay. Your backpack has enough space to store up to 4 items of your choosing. To put something inside the backpack, simply place the item inside one of the 4 boxes, and when the box highlights green, you can release the item in place. A red flashing color means that the item cannot be stored in the backpack. Place the wrench in your backpack. When you're ready to put your backpack away, press the start button on the right controller again. There is no automatic health regeneration in Contagion. However, if you take damage, your watch indicates your current condition. If you drop dangerously low, visual and audible signs and feedback will alert you of your condition. To heal up, you can consume painkillers, which will replenish some of your health. Grab the painkillers and guide them toward your mouth to consume and heal yourself.
Okay, also die Pillen sind unsere Heilung sozusagen. Ich merke gerade, ich bin viel zu groß. Hier ist nämlich unser Menü. Hier können wir uns nämlich auch ein bisschen kleiner machen und größer. Und ich glaube, ich habe es nicht entdeckt. Ich glaube, wir können uns hier gar nicht ducken. Was natürlich sehr, sehr, ja, ist schon doof. Die Pillen. Now let's teach you how to search. In the world of Contagion, there will be some objects that require closer inspection to see if there's anything useful hidden inside. These objects are indicated by a magnifying glass icon. To begin searching, move your hand near the icon, then press and hold the action button until it has finished. Yeah. Grab the pistol in front of you. Before a firearm can be fired, it must have a round chambered. When you pick it up, you will see the interactable parts of the weapon flash blue. On this pistol, the flashing part is what you need to interact with in order to chamber a round. Press and hold the action button to move the slide back, then release to chamber a round. Okay. Hier haben wir. Nimm mal mit rechts. Hier. So, und das ist ja mal mega nice. To fire the weapon, press the action button on the hand gripping the gun. Try looking down the sights and firing at the target to practice your aim. Wir müssen echt hier den Schlitten ziehen. Bam! Zum Nachladen. Oh, fast! Ich habe seine Haare erwischt. Dann hast du wenigstens eine scheiß Frisur, mein Freund. Bam! Nein, ich wollte nicht ihn. Was? Schon wieder die Frisur? Das war aber jetzt ein Mundwinkel. Now that your pistol Bam. Is empty, we're going to need to reload it. In front of you is a box of ammo. Grab the box of ammo and move it to your ammo pouch. Then press the grab button again near your ammo pouch to add it to your inventory. Zack, und hier haben wir unseren Vorrat sozusagen. When you have ammo in the inventory for the firearm you're holding, it will automatically spawn a magazine on your hip. But before you can load fresh ammo into your gun, you will have to eject the empty magazine first. On the hand holding the gun, press the reload button to eject it. Und das finde ich so geil. Und auch so, das ist ja dann auch so realistisch, finde ich, dass du nicht einfach nur Munition rein und fertig, sondern du musst die Munition, also das Magazin entleeren, rauslassen. Now grab a fresh magazine from your belt with your other hand and bring it to the base of your gun in the other. When you get it close enough, it will automatically snap into the gun. Und dann das neue Magazin rein. The firearm that has been fired to empty will require a new round chambered. Many guns will have their slide or bolt lock back after shooting their last bullet to give you a visual for when you are empty. Just like before, you need to use the action button to move the slide and chamber around. Haben wir da eben vorhin schon gemacht. Und dann... It's time to put your new skills to the test. All that shooting attracted a zombie. You're gonna have to kill it. Headshots are always quicker and more efficient than body shots. Unser erster Zombie. Hä? On the floor you will find a rifle. While you can bend down to grab it, you can also pick it up from a slight distance with the grab helper. Just point your hand at the rifle, and when it starts glowing blue, press the grab button and the gun should snap directly into your hand. Note that all two-handed firearms, like submachine guns, rifles, and shotguns can be socketed to your chest. Okay. Ich bin aber noch nicht fertig hier, verdammt nochmal. Okay. Biatch. So, das nächste Ding. Komm mal her hier. Pointing. See how the charging handle of the rifle glows when you grabbed it? You need to pull that back just like the pistol to chamber around. Und hier genauso. Müssen wir hier ziehen. Unlike pistols,
Rifles can be held with both hands for increased accuracy and control under full auto fire. Position your other hand to the foregrip of the rifle and hold grip. As long as you are holding grip, you will have control over the rifle's position and rotation with both hands. Okay, greifen drücken. Do some damage on those targets with the rifle. Und dann haben wir noch richtig bessere Stabilität sozusagen beim Schießen, anstatt wenn wir mit einer Hand schießen. Nice! Alter, wir sind richtig gut! Geil! Should be grabbed off your waist. Then press the action button to answer the call. Oh, unser Telefon. Okay, warte, Moment. Zack. Achso, ich habe gar keine Muni dafür. Okay. Telefon, verdammt, immer das verdammte Telefon. Kann ich mal in Ruhe ballern. Characters will give you important information on your phone, so it's important that you pay attention. You can also holster your phone back to your belt during a conversation, and it will keep the call going. Finally, let's check out your smartwatch menu. Press start on the left controller to activate the menu. Oh, und sonst wo bei einer Waffe? Ich glaube, da machen wir das Magazin raus. In der Waffe, da können wir hier mit dem Handy die Taschenlampe anmachen. Zack. Okay, da wo die Uhr ist. Start, Option. Now you can change various settings from this menu, which you can access at any time during the game. By default, we have enabled Grab Helper and disabled Immersive Mode, which we recommend especially for new players. Congratulations. This concludes the tutorial. You should have the knowledge you need to succeed. Feel free to return to this tutorial at any time from the menu level, which we will load for you now. Yes, thanks! Profil! Ja, aber wie gesagt, habe ich auch nicht entdeckt. Ich denke wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich wirklich, man kann sich echt nicht ducken. Ne? Das ist natürlich sehr doof, wenn jetzt irgendwas unten liegt. Aber habt ihr ja schon gesehen. Ich habe ja schon hier so ein Band, so ein blaues Band hier, seht ihr das so? Das ist so eine Hilfe zum Greifen, wenn du jetzt gar nicht genau rankommst. Und dementsprechend haben wir hier auch diese Einstellung Movement. Wir können natürlich auch Teleport nehmen. Und sonst auch Rotation und alles. Hier auch, das war mehr so in Abständen immer so dieser ja, wisst ihr, ne? Und nicht so flüssig, falls einem schlecht wird. Aber hierfür nehmen wir natürlich das Flüssige. Fürs Let's Play. Ja, Schwierigkeit kann man auch noch wählen. Wir bleiben aber erstmal bei normal, ne, Freunde. Es ist erstmal okay. Ne? Ja, Sound, habt ihr ja gesehen, kann man auch alles ändern. Display, hier Helligkeit, kann man auch ändern. Gameplay, hier genau, das ist das hier. Greifhilfe sozusagen. Lassen wir ruhig an. Hier kann man auch einstellen, dass irgendwie der Boden tiefer, höher. Ja, das waren diese Einstellungen. Und jetzt gehen wir mal. Jetzt gehen wir mal zur Waffenkammer. Und hier haben wir halt die Kapitel, nur mal zum Zeigen. Hier ist Mission 1, Mission 2. Mute. Mutig, ne? Das hier ist die Waffenkammer. Dann haben wir hier Mission 3. Und noch was anderes. Level 2. Level 1, Level 2. Achso, da gibt es ja mehrere gleich. Aber nur bei dem einen, bei dem hier nicht. Doch! Outbreak? Ach! Level 1 Garage, Level 2 Lobby. Ah, okay, okay. Alles klar. Gut, aber wir gehen erstmal hier hin. Bam.
die Waffenkammer. Und der Schießstand halt, ne? Jo, da sind wir. Und hier haben wir schön die schönen Waffen hier. Schön Schrotflinten und alles, was das Herz begehrt. Eine Sniper. Eine Armbrust. Nice. Und ich find's so cool mit dem Nachladen und alles. Hier, und dann aufziehen selber. Und dann einfach mal Exit. Kannst vergessen. Bam. Alter. Das in ein Zombie-Schädel ist schon hart. Ne? Ist schon hart. Ja. Ach, hier hat man so schöne Spielereien. Hier kann man jetzt noch viel mehr machen und auch vor allem hier auch üben und trainieren, ne? Falls man ein bisschen fit werden will. Bam. 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 Muni alle. Und das ist denn auch geil. So eine Munition, wenn man normalerweise so eine reinmacht, dann steht da jetzt so, ach, sechs Stück sind drin, ist voll. Aber hier musst du wirklich eine nach der anderen nachladen. Ich find's so geil und so realistisch. Klar, der Stressfaktor ist enorm hoch, wenn Zombies auf dich zurennen und du musst das alles schnell machen und dann erstmal klarkommen, auch mit der Pistole und so, ja, mit dem Schlitten nach hinten ziehen und alles oder nach vorne. Aber es hat doch irgendwie was, ist ja realistischer. Und du bist ja dann voll im Stress, ey. Voll geil. Ja, und dann hat man dazu natürlich ja auch noch ein paar Modis, wo man dann halt so ein bisschen trainieren kann. Aber da, schreibt immer ruhig in die Kommentare, wenn ihr Bock habt, mal auf eine, falls ihr eine extra Folge davon haben möchtet. Wo man einfach so ein paar Waffen testet und rumballert. Ansonsten kümmern wir uns nämlich dann erstmal um die Kapitel, dass wir erstmal das Spiel im Allgemeinen spielen. Und hier nur mal als Beispiel. Und dann kannst du üben, so als wenn welche kommen. Scheiße, Schlitten! Geh weg! Scheiße, Muni alle. Muni alle! Oh Gott, das geht ja super. Wir werden voll überleben, Leute. Wir werden das Spiel schaffen. Wir werden überleben. Das seht ihr doch, oder? Das sehen wir doch. Pass mal auf. Komm schon mal jetzt her hier. Verdammt. Verdammt, das ist natürlich ein scheiß Effekt, wenn du denn im Stress bist, so, ne? Dann kommen die auf dich zu, du musst nachladen. Okay, nice. So, ja. Und dann kann man halt mit anderen Waffen das auch noch trainieren und so weiter, ne? Aber kann man auch einstellen auf irgendwo, auf Einzelschuss oder mehr. Oh. Hi. Oh, das war ein Sack. Tut mir leid. Ja. Als nächstes werden wir Kapitel 1 starten in diesem Spiel. Und natürlich, wie es ihr... Ja, toll, die Kamera ist da. Alter. Und ja... Wie ihr es wieder von mir kennt. Ich freue mich natürlich wieder wie ein kleines Kind drauf. Ja, und würde mich freuen, wenn ihr dann auch mit am Start seid wieder. Und wir zusammen einfach mal durch diese Hölle gehen werden. Und ich stelle es mir geil vor, auf jeden Fall. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und macht's gut. Lasst gerne ein Like da, wenn euch die Videos gefallen. Und gerne auch ein Abo da lassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja. Glöckchen aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt, ne? Gut, haut rein und macht's gut. Ciao.